Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf unserem Direktflug Wien-Hongkong. Wir befinden uns in 6000 Meter Höhe über Scheibs und werden in 12 Minuten Bombay erreicht haben. Ich habe Geld gehabt durch einen Film, in dem ich gespielt habe, und wollte eigentlich nach Südindien. Dann habe ich gelesen, ein Ticket nach Jakarta kostet nur ein bisschen mehr. Die letzten Jahre in Wien war, habe ich schon begonnen gehabt, Akupunktur zu studieren, weil die Schauspielerei hat mich nicht mehr erfüllt. Dann habe ich mir gedacht, um Akupunktur überhaupt ausüben zu können, muss ich das asiatische Denken lernen. Und dann hat mich Gott nach Solo geführt. Eva? Ja. Saya kuat. I am strong. He was strong. Yeah. Oh yeah, I was. Kamu bahagia? You are happy. Yeah. Past tense. You were happy. I happy. No. I am happy. Ich wollte heilen lernen. So bin ich dann zu Bagnarso gekommen und habe begonnen, Tai Chi zu lernen. Er ist ein Tai Chi-Meister und heilt mit Akupressur. Nach einem halben Jahr bin ich zurück nach Wien und habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt dort. Ich war wirklich traurig die ganze Zeit, weil ohne zu wissen, habe ich mich in Java verliebt. Und dann bin ich hierher zurückgekommen mit dem Ziel für immer. Und habe Baba Janta getroffen und wurde von ihm als Schülerin aufgenommen und habe begonnen, Yoga zu lernen. Und das übe ich, weil das Wichtigste ist üben, üben, üben. Baba Janta hat alle Religionen vereint in seinem Tempel, weil Gott ja über den Religionen ist. Das Ziel ist, ein vollkommener Mensch zu werden. Das heißt, seinen Geist und sein Bewusstsein so hoch zu entwickeln durch Yoga, damit man vollkommen wird. Und das heißt, wieder göttlich wird, weil wir sind vom Ursprung her sind wir göttlich. Baba Hachanto Praja Bangarsa war ein vollkommener Yogi und er war ein sehr bescheidener Mensch. Man verbindet sich durch Meditation mit Gott. Die Sonnenmeditation, da liegt man in der Sonne zu Mittag mit einem schwarzen Tuch bedeckt und schaut in die Sonne. Die Wassermeditation in der Nacht, da sitzt man im Wasser und meditiert.
mit dem Ziel, sein göttliches Selbst zu treffen. Bharatananda hat manchmal das Radio angestellt, der Fernseher ist gelaufen, dann waren Gäste dort und wir haben dort meditiert. Also wir haben gelernt, mitten im Lärm zu meditieren. Früher habe ich eine irrsinnige Wut gehabt, ohne es zu wissen. Und in der Sonnenmeditation, da ist ja eine große Hitze, hat sich diese Wut gesteigert, die dann plötzlich sozusagen in mir explodiert ist. Und dann war es weg. Also das ist eine Reinigung. Es war schon sehr schwer manchmal, weil man konfrontiert ist mit sich selbst als Dämon. Ich habe Dämoninnen gesehen, die ich war, mit meinem Gesicht. Und das zu sehen und anzunehmen, das ist nicht einfach. Das ist der Wächter dieses Hauses. Und das ist Bhadara Vishnu auf Garuda. Jesus ist gleichzusetzen mit Vishnu. Gott der Vater mit Shiva. Und der Heilige Geist mit Brahma, dem Schöpfer. Also dasselbe, nur andere Namen. Ursprünglich sind wir göttlich und durch unser Karma sind wir nicht mehr so göttlich. Und damit man wieder göttlich wird, muss das Schlechte in uns vernichtet werden. Und da müssen wir uns anstrengen. Die meisten hier sind islamisch. Ja, Minderheit oder Mehrheit, es geht darum, hat man Achtung vor den anderen Religionen oder nicht? Und die meisten haben Achtung. Und überhaupt die Javaner, also die Javaner sind so tolerant, weil ihre eigene Kultur ja so alt ist. Und auch von Hinduismus und Buddhismus beeinflusst ist und dann später Islam. Ge Papa Tungu Sapantar. Gehen wir dann was essen? Ja, komm, das ist gar gar keine. Das Einzige, um was ich Gott bitte, ist, dass ich gesund werde, dass ich wieder gehen kann. Es gibt noch ein bisschen Soto, Hühnersuppe. Aber ini jelek kasih itu. Mbak Epa, di Indonesia udah 23 tahun ya Mbak Epa. Di sini kan Mbak Epa udah bahasa Indonesia udah bagus. Karena itu di sini
bagus sekali, baik sama siapa aja. Nggak ada saudaranya dari sana kan, nggak ada, kasihan sama Mbak Epa. Kalau malam itu Mbak Epa saya merasa hujan-hujan Mbak apa, Mbak Epa di rumah kan nggak ada temennya, saya tuh kasihan. Tidur sini tuh kadang-kadang lihat Mbak Epa dari sana kok kasihan sekali, nggak ada teman-teman itu. Ich fühle mich überhaupt nicht einsam. Ich erlebe Gott fast die ganze Zeit in Kleinigkeiten. Ich lebe so einfach, also ich esse in Beiseln, ich gehe auch nirgends hin, ich brauche keine Kleider, weil ich habe genug. Und das Einzige eben Medizin. Also für mich ist 50.000 an einem Tag genug. 50.000 Rupia. Nein, nein, gar keine Versicherung. Nur die ganz große. Mit der Zeit vergehen Wünsche. Ich möchte nicht das oder das oder das kaufen und das kaufen. Aber die eigenen Wünsche, das ist so, die eigenen Wünsche vergehen. Hier ist das javanische Alphabet. Ich liebe meine alten Freunde und ich bin ihnen nah, auch wenn wir weit entfernt sind. Und ich bete viel für sie. Also die Entfernung spielt ja keine Rolle, weil wenn der Kontakt der Seele stark ist und des Geistes, ja, gibt es keine Entfernungen. Und dadurch sehne ich mich nicht. Mein Vater ist gestorben, da war ich 2,5 und die Mutti war allein mit mir und meinem jüngeren Bruder. Meine Mutter war sehr dankbar und froh, dass ich hier sein kann. Und meine Mutter hat Geld gespart, dass ich hier leben kann, wenn sie nicht mehr ist. Also das ist gar nicht viel, aber es ist genug zum Leben. Ich habe nie ein Familienleben gehabt, weil mein früherer Mann war Komponist. Er war mit der Musik verheiratet. Und ich habe es nicht lange ausgehalten ohne Theater. Das hat ihm nicht gepasst, weil er gedacht hat, ich werde verdorben. Und dann mit der Zeit haben wir uns geschieden. Weil wir waren nicht, was man in Indonesien Jodo nennt. Also wir waren nicht füreinander bestimmt. Erst. Was ist? Was magst du heute? Geh mit. Ins Kino. Als diese Nummer aufgezeichnet wurde, da war Eva Pilz schon ziemlich bekannt, möchte sagen arriviert als Kabarettistin und Chansonsängerin. Naja, angefangen habe ich mit Bronner und Qualtinger. Im Theater am Kärntner da. Mausi, sag, ist es morgen? Gehen wir dann in die Bar? Keine Nacht dir zu lang, das macht mich nervenkrank. Hast denn kein Bildungsdrang? Hör lieber zu. Viele Jahre und dann eben auch Fernsehsendungen. Wer einmal lesen und schreiben gelernt hat, kann leicht von der Seuche der Information befallen werden. B! B! Und dann andere Fernsehsendungen. Kreuzmillionen, Donnerwetter, Grutzegürken, Sambament, Himmelbomben und Granaten, ja, sie tun mir jetzt schon leid. Dann habe ich in anderen Theatern gespielt, modern. Sali, Georgi, Waffin, Point! Dann habe ich mit dem Zickern zusammengearbeitet und wir haben die Salonkonzerte gemacht.
oder mit einem feuchten Messer in einer schummrigen Bar. Alles wäre viel besser als hier vor dem Altar. Ja, im Havelka haben wir uns halt getroffen. Ich war sehr gut befreundet mit vielen Malern und Dichtern und Musikern und auch Schauspielern. Aber die Egozentrik hat mich so zu stören begonnen. Sagen Sie A. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und da habe ich mir gedacht, versuche ich es mit Liedern. Und ich habe auch Lieder von Röhm und von Bayer gesungen, also von der Wiener Gruppe. Er schlägt den Prügel dir ums Ohr, da spritzt das Blut gar hell empor. Dein neuer Hut, er ging entzwei. Und dann ist mir bewusst geworden, wenn ich jemandem helfen will oder wenn ich was verändern will, muss ich mich zuerst selber verändern. Es gefällt ja nicht mehr bei uns. Und da bin ich dann vom Bronner weg. Weil ich habe die Beatles schlecht machen müssen und ich habe die Beatles geliebt. Ja, aber lange Haare finde ich sehr schön. Du hast uns deswegen gleich stehen lassen muss. Ich habe gesagt, dass ich aus zweierlei Gründen von Ihnen weggehe. Und zwar erstens, weil mir das Kabarett, das Sie machen, als altmodisch erscheint. Und zweitens, weil ich nicht mehr abgestempelt werden will als Kabarettistin. Und hier wurde mir erst bewusst, wenn man Schauspieler ist oder ja, wenn was immer man macht, man ist verantwortlich für seine Taten, für das, was man tut, denkt, fühlt. Ich begrüße Sie herzlich bei unseren heutigen Stadtgesprächen. Frau Bild, ich darf Sie herzlich begrüßen, dass Sie heute bei uns sind. Wir Darsteller sind nicht verantwortlich für das, was geboten wird. Das heißt, wir sind nur für die Interpretation verantwortlich. Ich darf Ihnen das aus meiner Erfahrung sagen, auch wenn die Kollegin Pilz so macht. Ja, also ich bin nicht derselben Meinung wie Herr Mulia, weil ich bin zwar auch Schauspielerin, aber ich bestimme, was ich verantworten kann für mich und was nicht. Und mir ist das Geld weniger wichtig, ja, als eine Ideologie. Und als Schauspieler oder als Filmproduzent hat man natürlich ein ziemlich großes Karma, weil so viele Leute das sehen. Liebe, so wie ich das früher erlebt habe, da verliebt man sich. Dann möchte man eben mit diesem Mann sein und ist abhängig, möchte ihn besitzen. Und das ist der Ursprung von allem Übel. Und dann habe ich Geld gehabt durch einen Film und bin nach Nepal. Und da habe ich mich verändert. Also da ist Gott in mich hineingefahren. Kind war, habe ich Jesus geliebt. Und wenn man älter wird, dann denkt man sich ja, ich meine, der Sinn des Lebens ist was? Was ist der Sinn des Lebens? Und kein Priester konnte mir eine Antwort geben. Dann habe ich eben begonnen, buddhistische Bücher und taoistische Bücher zu lesen. Da liest man es, aber man weiß es noch nicht. Man liest es nur. Als ich dann hierher gekommen bin, habe ich begonnen zu lernen, Gott zu erkennen. Weil man weiß, dass es einen Gott gibt, aber man weiß es nicht wirklich, man hat es nicht erlebt. Aber wenn man Yoga macht, erlebt man das Göttliche. Und man erlebt das Göttliche überall. Ich habe hier den Platz gefunden, zu dem ich eigentlich gehöre.
war, habe ich wieder Frieden gemacht mit dem katholischen Glauben. Auch der katholische Glaube hat so viel Gemeinsames. Es geht ja um die Gemeinsamkeit, weil Gott ist dasselbe. Die Wege sind verschieden, aber das Ziel ist dasselbe. Und darum geht's. Papa Harchanto, Bracio Pangarsa, hat zu mir gesagt, Eva, am besten wäre es, du würdest Priesterin werden. Da habe ich schon viele Jahre Yoga gelernt. Und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank. Und dann bin ich zur Priesterin geweiht worden. Die javanischen Priester und Priesterinnen sind am Land, in den Dörfern und versorgen ihre Gläubigen und machen die Zeremonien und die Opfergaben. Aber ich darf nicht, eben als Ausländerin darf ich jetzt nicht ausüben. Und so übe ich und mache allein Zeremonien. Ein guter Priester muss auch ein hochentwickelter Yogi sein, weil man ist ja sozusagen der Mittler, um die Gunst, den Segen der Götter und die Kraft der Götter zu erbitten. Und da muss man Yoga können, damit sie auch kommen, weil sonst geht es nicht. Das Göttliche in uns ist ja bedeckt durch unsere früheren Leben, unsere Wünsche, unsere Begierden, unser Tun, unser Sprechen, unser Denken und von unserem Karma. Und das muss gereinigt werden und beherrscht werden. Also wir lernen, die Gefühle zu beherrschen und das Denken zu meistern. Nicht zu beherrschen, indem man sie unterdrückt, sondern wirklich zu transzendieren. Ich weiß es nicht, weil es ist eine uralte Tradition. Bronchial Kada. Gitan. Also die Leute haben früher geraucht für den Frieden. Und ich sehe das auch hier. Ist das nicht ein bisschen stark für Sie? Nein, schauen Sie, man muss gewisse Opfer für die Allgemeinheit bringen. Wenn Sie beten und meditieren, rauchen Sie auch. Also statt eines Räucherstäbchens verwenden Sie dann eine Zigarette. Das ist hier eine ganz alte Tradition. Man verändert sich hier, weil ich meine, hier ist alles wirklich ganz anders. Das Wichtigste hier ist Harmonie. Wenn Disharmonie beginnt zu herrschen, versuchen Sie, Harmonie herzustellen. Das ist javanische Kultur. Sie sprechen ohne zu sprechen. Sie reden nicht, sie machen Witze, zeigen dahin und dorthin, machen alles Mögliche, um Harmonie herzustellen, ohne über das Problem zu sprechen. Sie kommunizieren auf einer anderen Ebene. Das ist das Wichtigste, dass man lacht. Der Materialismus hat einen ganz schlechten Einfluss auf Indonesien gehabt. Das verfolge ich seit Mitte 80er Jahre. Die Situation ist jetzt so schwierig, dass sie zum Leben nicht genug haben, die meisten. Aber sie lächeln
und sie helfen einander für nichts bei jeder Gelegenheit. Das heißt Gottong Royong. Und sie sind so feine Menschen. Ich liebe sie. Das sind Kacang Hichu, diese Mung Beans. Die werden eingeweicht und dann fein gemacht und mit heißem Wasser übergossen. Und das ist eine gute Medizin. Wenn man sich selbst meistert und das Ego, das heißt das eigene Wollen, hintanstellen kann, ohne dass es einen stört, dann kann man unter Umständen Vollkommenheit, Göttlichkeit wieder erreichen. Und das ist das Ziel. Und das ist ein unglaubliches Abenteuer. Es gibt ein hinduistisches Mantra, das heißt Purnam Ada, Purnam Idam, Purnat Purnam Udachyate, Purnasya Purnam Adaya, Purnam Eva Vasisyate. Das heißt, das Vollkommene ist hier und das Vollkommene ist da. Das Vollkommene wurde vom Vollkommenen erschaffen. Wenn man vom Vollkommenen ein bisschen was wegnimmt, ist es immer noch vollkommen. Das Ziel vom Yoga ist Moksha. Moksha heißt ewige Freiheit. Während des Sterbeprozesses vereinigt man sich mit Gott. Und das ist das Ziel von Yoga. Das im Leben zu üben, dass man da nicht abgelenkt wird von diesem schmerzlichen Prozess. Nein, ich habe nicht Angst. Nein, ich habe nicht Angst.